Wir können nicht darüber nicht reden. Beste Freunde mit jemandem, der mehr als doppelt so alt ist. Wusste davon wirklich niemand was? So, wir müssen jetzt über etwas reden, weil es wack wäre, darüber nicht zu reden. Es geht um den Apple War Pictures Skandal von Ausnutzen eines Machtverhältnisses, um als über 30-jähriger Geschlechtsverkehr mit 15-Jährigen zu haben. Und darum geht es. Es geht um Verdachtsberichterstattung. Aber ich habe im Vorfeld mich damit befasst. Ich möchte nicht einfach irgendwie sowas sozusagen raushauen, in Anführungszeichen, ohne dass es da irgendwie plausibel was für im Raum gibt. Aber in diesem Fall gibt es genug Indizien im Raum, dass man darüber sprechen kann und auch sprechen sollte, aus meiner Sicht. Deswegen, wir gucken in drei Videos zu diesem Thema rein. Ich habe mir das aufgeschrieben, dass wir ein bisschen jetzt Kaiser-Video gucken, so bis zur Hälfte. Danach ein anderes Video, eine Hälfte, einfach weil da Schwerpunkte aus meiner Sicht besser gesetzt sind. Okay, wir starten mit Kaiser, der aktuelle Apple War Pictures Skandal 2018-2024. Es geht insbesondere um eine Person, es geht fast ausschließlich um eine Person von Apple War Pictures. Für die Leute, die Apple War Pictures nicht kennen, ich selbst habe sie auch nie aktiv gesehen. Das war einer der ersten großen YouTube-Kanäle. Ja, gerne Trigger Warning, haben die Mods gerade gemacht. War einer der ersten großen deutschen YouTube-Kanäle. Das heißt, sie werden in der ersten Welle von YouTube Deutschland dabei. Und ich habe sie nie aktiv gesehen, weil da habe ich noch nicht YouTube geguckt zu dem Zeitpunkt so. Aber die waren damals schon sehr bekannt und hatten auch viele Fans, eben auch minderjährige Fans, eben auch weibliche minderjährige Fans. Und wir gucken mal in das Video von Kaiser. Ja, genau so fühlt sich aktuell die Karriere von Apple War Pictures an. Anfangs super, jetzt eher nicht. Vielleicht noch dem einen oder anderen da draußen ein Begriff, eine distanzierte Memory, die irgendwo zwischen 3 Euro Dönerpreisen und Yu-Gi-Oh! Arm Extensions begraben ist. Und ich ziehe eine neue Karte, du bist dran. Ja, wir sind... Oh nein, Apple War war voll mein Ding, als ich 13, 14 war, hatte den Chan sogar live getroffen und war richtig glücklich. Ja, es geht, wie manche im Chat schon geschrieben haben, um Chan von Apple War Pictures. Dieser Kanal war ein Kollektiv, da waren ganz, ganz viele Mitglieder dabei. Aber so der Main-Typ, so das Gesicht von diesem Kanal, war eben Chan. Und um den geht es auch primär. In den frischen 2010ern, wo die größten YouTuber noch die Außenseiter Cold Mirror oder eben auch Apple War Pictures waren. Hi, mein Name ist Chan von Apple War. Und ich bin Rose. Und ich bin Kimmy Spinner. Und ich bin Tommy von der FL Crew. Und ich bin Ali, ebenfalls von der FL Crew. Ja, also der Letzte, der gerade ins Bild gekommen ist, war Ardi, der danach bei Dead Adam einer von den drei Leuten bei Dead Adam war, also mit Tuttle Dead Adam gegründet hat. Mäßig sind wir irgendwo zwischen White Hitty, Ape Crime und Fresh Torge, der by the way immer noch Sandra-Videos dreht und die immer noch mehr Klicks erreichen, als ich jemals sehen werde. Best day, da gab es so Formate wie so und so viele Dinge in so und so vielen Sekunden, Nerds versus irgendwas oder also generelle Comedy-Sketches. Leute, gefunden! Da habe ich wohl jemanden den Kopf verdreht. Frühe YouTube-Zeit. Das war damals, glaube ich, für viele Leute sehr, 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 sehr cool, weil es waren die ersten Schritte auf YouTube, wo auch einfach der Reiz ein bisschen darin bestand, dass man nicht konventionelle Herangehensweise hat beim Drehen und beim Filmen von solchen Sachen. Und ja, natürlich hat sich die Szene weiterentwickelt und so Videos auch weiterentwickelt. Aber ich glaube, für damals war es schon sehr, 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 sehr cool, was sie gemacht haben. Ja, was wie's? Das war damals geil. Jedenfalls hat die Legacy von Apple War Pictures in den letzten paar Tagen einen fetten Hit kassiert, nachdem Grooming-Vorwürfe gegen Chan aufgekommen sind, der so ein bisschen so das Gesicht von Apple War Pictures war. Wichtig an der Stelle, okay, das ist aktuell nur, sind nur Rumors und so, das sind nur Gerüchte, es ist nichts bewiesen, es gibt auch kein Geständnis, es gibt kein Gerichtsurteil, nix, ne? Es ist aber trotzdem auf Twitter extrem eskaliert.
Auch um da kurz anzusetzen, habe ich ja auch direkt am Anfang gesagt, es ist sozusagen Verdachtsberichterstattung. Und bei Verdachtsberichterstattung, finde ich, muss man immer halt aufpassen und muss man abwägen. Selbst wenn man drüber redet, also jetzt nicht nur Zeitungen müssen abwägen, ob sie darüber was schreiben oder nicht, sondern auch so Leute wie ich müssen natürlich abwägen, ob sie das in ihrem Stream oder ob sie das auf einem YouTube-Kanal oder so darüber sprechen oder nicht, weil wenn diese Beschuldigungen nicht stimmen würden, dann würde ja trotzdem sozusagen was kleben bleiben an einer Person, bei der die Anschuldigungen überhaupt nicht stimmen. Deswegen muss man natürlich abwägen und kann nicht einfach sagen, ja, aber man kann ja jede Anschuldigung, die mal irgendwo im Raum steht, kann man ja reichweitenstark mal sozusagen reproduzieren. Das geht so nicht. Wow. Aber in diesem Fall gibt es so zahlreiche Aspekte, die angeführt wurden von unterschiedlichen Personen, dass ich es für sehr sinnvoll halte, darüber zu reden und auch ab diesem Punkt einfach wichtig finde, darüber zu reden. Da, wo alles eskaliert. Nur noch ganz kurz zur Info, okay, das Team von AWP, das war jetzt nie, das konntest du nie so irgendwie festnageln oder sowas, wer da jetzt dabei ist und wer nicht. Ich selber, ich habe nie eine Ahnung gehabt. Auf applewarpictures.fandom steht, dass es zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viele Mitglieder gegeben hat. Angeblich bis zu 14 Leute auf einmal und so. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich nie auskennen, jetzt weiß ich auch warum. Wobei man auch dazu sagen muss, das war jetzt über den gesamten Zeitraum quasi von deren Existenz. Also sie haben ja 2006 angefangen und haben bis vor ein paar Jahren. Es sind viele Leute im Chat, die irgendwie sowas schreiben wie, ey, ich kannte alle Mitglieder oder ey, ich habe die auch damals gern geguckt. Apple War war meine Kindheit und so. Ich glaube, für viele ist es echt so der Case. Ja, immer noch weitergemacht. Zumindest mehr oder weniger weitergemacht. Also 2016 wollten sie tatsächlich schon mal komplett aufhören, weil, weißt du, alle möglichen Leute in dem Team, die arbeiten dann an allen möglichen Projekten und sowas, halt extern von Apple War Pictures. Und man muss auch sagen, der aktuelle Content, der war nicht mehr so zeitgemäß. 50 Filme in 90 Sekunden ist jünger als Young Hoons legendärer Hit-Opernsänger. Das sind für mich, ja, sind das zwei verschiedene Epochen. Das ist wie der Fakt, dass Mahatma Gandhi die in London studiert hat, während Jack the Ripper noch immer Leute ermordet hat. Das ist, by the way, ein echter... Mahatma Gandhi hat in London studiert, als Jack the Ripper Leute gekillt hat. Ja, okay, klingt weird, ne? Weil Jack the Ripper eigentlich viel früher sich anfühlt als Mahatma Gandhi. Hä, weird. Der Fakt, und es macht mich sehr unzufrieden. Jedenfalls gab es 2019 so eine Art Neuauflage, ein Rebrand, nein, eigentlich ohne Brand, nur Neuauflage, ja, von Apple War Pictures. Und sie haben gesagt, yo, wir droppen mal hier und da mal wieder ein neues Video. Es war kein Full Comeback, aber sie waren auf jeden Fall wieder back am Start. So wie wenn man eine Runde läuft. Bei diesen neuen Videos war dann auch ein neuer Charakter dabei, und zwar Sam. Die war damals noch nicht am Start und sowas, die war auch bis... Genau, damals war, also es geht bei den Vorwürfen um konkret... zwei Frauen, die Vorwürfe erhoben haben. Dadurch ist es vor allen Dingen auf Twitter ein bisschen größer geworden. Die eine ist Sam, damals sozusagen hatte sie noch einen anderen Namen. Und das ist die Person, die man hier sieht. Ein bisschen jünger und so, das war dann auch die Person, die in weiterer Folge dann die Grooming-Vorwürfe... Und die kam eben in den Videos regelmäßig auch vor. Gegen Chan erhoben hat. Die neuen Videos sind halt nicht wirklich besser verlaufen als die alten. Also man muss dazu sagen, yo, Schnitt und sowas ist Bombe. Hier Belichtung, Ton und was weiß ich, was die ganzen Effekte und sowas, die waren am Start. Jemand im Chat fragt, war sie nicht seine Schwester? Nein, sie war nicht seine Schwester. Die haben eine Weile lang, soweit ich es verstehe, das so rübergebracht, als wäre sie seine Schwester, was das Ganze auf irgendeiner Ebene noch abgefuckter macht, was wir gleich hören werden. Aber die waren nicht Geschwister. Die haben das nur teilweise so gesagt, dass das so wäre. Haben sie irgendwann dann, glaube ich, auch aufgelöst und gesagt, ach, das ist gar nicht meine Schwester. Die waren super, aber es war halt immer noch der gleiche Humor von 2006. Also die Klicks haben gelitten. Kleiner Tipp, ihr solltet nicht versuchen, möglichst oldschool zu sein, sondern euch weiterentwickeln. Kleiner Tipp, wir perfektionieren lieber das, was wir können und haben daran Spaß, als dass wir langweilig werden und uns selber doof finden. Wir bleiben so, wie wir sind und Ende. Wir werden schon besser mit Ton, Kamera, Beleuchtung und Flow. Wenn diese Art der Weiterentwicklung nicht reicht, tja, Pech. XD. Naja. Es ist grundsätzlich unangenehm, sich in YouTube-Kommentaren zu rechtfertigen für den Style, den man hat. Der Kanal wurde dann... Ich finde, das sollte man einfach nie tun. Schluss. Wenn irgendwelche random Leute schreiben, ey, ich mag deinen Style nicht, dann drunter zu schreiben, ja, nee, aber ich mache meinen Style gerne so, lass mich doch. Finde ich immer so... Warum
einfach nicht antworten. Endlich wieder eingestellt und niemand hat jetzt wirklich gewusst, okay, kommt da jetzt noch was in Zukunft, mit wem kommt was, wenn was kommt, wann kommt was, wann kann ich mit was rechnen und sowas. Die Leute haben sich nicht wirklich ausgekannt, aber die Leute von Apple War Pictures, die Personen, die halt die ganzen Videos erstellt haben und sowas, die sind ja immer noch am Start. Die sind ja immer noch am Grinden und sowas. Die haben halt hier, keine Ahnung, andere YouTube-Kanäle befruchtet, what the fuck, betreut, wollte ich sagen. Also, weißt du, halt anderen Content gemacht oder waren auf TikTok unterwegs und sowas. Und so unter anderem auch Sam, dieser gerade erst dazugekommen, wenn man das so in Relation sieht, aber vor ein paar Tagen, weit nach dem Ende von Apple War Pictures, hat sie... Sam hat in den Videos mitgemacht. Ich habe gerade im Chat gelesen, Sam benutzt sie und Day-Pronomen. Ein TikTok gepostet, das ich euch abspielen werde, ohne der Originalmusik, weil dann wäre ich gecopyright-claimed. Let's go. Okay, das ist das erste TikTok, was Sam gepostet hat. Sam hat dieses TikTok gepostet, wo sie nicht gesagt hat, um wen es geht, aber mit einem anderen, es ging um einen anderen Sound, der dabei war, hingeschrieben hat, 50-year-old me, also sozusagen ich, mein 15-jähriges Ich, wird beste Freunde mit jemandem, der mehr als doppelt so alt ist, weil der mein Idol ist. Und dann kommt halt in dem Songtext vor, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dir, und sie wiederholt das dann auch. Okay, es ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, wen sie eventuell meinen könnte, weil immerhin hat sie geschrieben, yo, ich war damals 15 und er war mehr als doppelt so alt, also quasi über 30, und die meisten Leute kennen sie von Apple War Pictures oder von Chan, und der ist eben heute 42 Jahre alt. Sam war nämlich auch tatsächlich vor 2019 schon im Background so ein bisschen aktiv und hat zum Beispiel als Synchronsprecherin für Chan eingesprochen. Also nicht als er, aber ja. Es müsste halt um 2014 herum gewesen sein, dass Sam und Chan sich kennengelernt haben. Genau kann ich es auch nicht sagen. Dass deswegen konnten eben an dem ersten TikTok natürlich Leute schon guessen, um wen es dabei gehen könnte. Dass es nämlich um Chan gehen könnte. Das leite ich hier einfach nur anhand von ihrem Alter ab. Und ich schätze mal, sie sind halt dann so ein bisschen so von Fan und quasi Idol, wie sie vorhin geschrieben hat, zu Teamkollegen geworden. Also er hat sie so langsam irgendwie mit rein integriert. Wie gesagt, AppleWarPictures.fandomalter, mehr weiß ich auch nicht. Ist natürlich dann auch erstmal spekuliert worden, okay, geht es hier wirklich um Chan oder ist es irgendwer anderer oder sowas? Sie hat das dann auch relativ indirekt gesagt, wenn sie halt schreibt, ich denke da gerade an eine Person, aber ich hoffe, diese ist damit nicht gemeint. Und sie antwortet, dann habe ich sehr wahrscheinlich Bad News für dich. Das Video an sich... Bis dahin hat Sam keine Names gedroppt. Sozusagen bei dem ersten TikTok. Ich hatte es nicht allzu viel Aussagekraft und sowas, sag ich jetzt mal. Also es ist sehr indirekt, um wen es geht eben und vor allem halt, was passiert ist. Da könntest du halt jetzt alles mögliche rein interpretieren. Aber trotzdem hat es über 100.000 Klicks gemacht, woraufhin sie dann noch ein zweites Video gepostet hat, das ich wieder ohne Copyright Strike erfolgreich zeigen werde. Let's go. Also im Songtext kommt vor, du hast viele Girls, aber sie sind alle nicht 18. The allegations that have been made against a member of are a matter we do not take lightly. Okay, das heißt, da hat Sam gedroppt, dass es um ein Mitglied von Apple War Pictures geht. Das ist nicht wirklich günstig, sage ich jetzt mal, in der Situation. Also zum einen, wenn man halt den Kontext mit einbezieht, dass er halt verhältnismäßig ein recht großer YouTuber war zu der Zeit, also sowieso schon zu der Zeit, und außerdem war er geschmackige 18 Jahre älter. Chan hat dann kurz darauf ein paar von seinen Social Media Profilen gelöscht, also quasi zum Beispiel seinen Instagram Account, oder der ist down oder wie auch immer, es gibt ihn auf jeden Fall nicht mehr zu finden, und er hat einfach generell gesagt, okay, das ist es jetzt für mich, ich höre jetzt einfach generell auf mit Social Media, ich bin done. Ob das jetzt direkt was mit den TikToks zu tun hat, das weiß man nicht. Aber zeitlich war es danach, also nachdem das, ich glaube, zweite TikTok von Sam kam, hat Chan sozusagen sein Stuff aus dem Internet gelöscht, beziehungsweise gesagt, dass er nicht mehr weitermacht und dass er sich aus dem Internet zurückzieht. Darum geht's auch nicht wirklich, aber er hat ein Abschiedsvideo quasi gepostet auf seinem Meerschweinchen-Kanal, die Meris, wo er sich zwar selber nicht zeigt, aber redet darüber, ey, das ist schon ein bisschen, ich mache das schon so lange, es rentiert sich nicht mehr, es ist alles pretty much einfach zu viel für mich und sowas, und das wird jetzt dicht gemacht. Ich höre auf. Ich mache keine Videos mehr. Ich mache das jetzt schon so lange und trete aus dem Internet raus und suche mir einen normalen Job. Ich verdiene auch nicht mehr so viel. Das ist
sich lohnt, nur noch von Twitch und YouTube leben zu können. Schon lange nicht mehr. Ich kümmere mich auch gar nicht mehr um Kommentare oder irgendetwas. Und die ganzen anderen Plattformen werden auch verlassen. Ich werde auch nirgendwo mehr irgendwas gucken. Wir werden auch auf nichts mehr antworten. Twitch wird übrigens auch eingestellt. PC wird verkauft. Ich habe auch einfach keine Ideen mehr. Ich habe jetzt schon mehrfach im Chat gelesen, wie Leute geschrieben haben, ich habe auch Stories mit Chan erlebt, als ich 14 war, oder ich könnte auch Stories über Chan erzählen, aber habe keine Lust, Probleme zu bekommen. Dazu kommen wir gleich noch, wie viele verschiedene Leute es gibt, die danach, nachdem das TikTok von Sam kam, beziehungsweise dann ein Thread von Sam kam, dann sich auch geäußert haben. Ich habe keinen Kopf mehr dafür. Ich kann einfach nicht mehr, okay? Ich bin durch. Okay. Also, da hat Chan dann gesagt, dass er sich aus dem Internet zurückziehen möchte. Zeitlich sehen das natürlich manche als Kausalzusammenhang, weil das, ne, also das diese TikToks kamen und dann hat er irgendwie gesagt, okay, ich ziehe mich da raus. Er hatte auch in einem Stream gesagt, dass er schlimme Dinge früher getan hat und deswegen sich rauszieht. Also, ne, was kann ich jetzt tun, außer mich aus dem Internet zu löschen? Sowas hatte er gesagt an einer Stelle, sowas in der Richtung. Wir unterbrechen jetzt das Video von Kaiser, gucken ein Video von Alpha Kevin über dasselbe Thema. Keine Angst, wird nicht zu kompliziert, weiter, weil es jetzt um Tweets geht von Sam, die danach gekommen sind, die, fand ich, bei Alpha Kevin besser erzählt wurden. Es ist dasselbe Thema, wir sind in der Timeline, genau an derselben Stelle. TikTok 1 kam, TikTok 2 kam, jetzt kommt ein Thread von Sam. Kontext des Ganzen: Sam war damals auch bei Apple, war immer wieder vertreten gewesen. Man kannte sie allerdings damals unter dem Namen Lucy. Mittlerweile hat sie sich aber als nicht binär geoutet. Dementsprechend hat sie jetzt einen anderen Namen. Sam wirft Chan hierbei vor, sie und auch genügend andere Mädchen gegroomt zu haben. Also da in diesem Thread kommt das erste Mal Name-Dropping ganz direkt, dass gesagt wird, Chan hat gegroomt, hätte gegroomt, habe gegroomt. Und vor allen Dingen, und das ist, finde ich, eine sehr wichtige Sache, der Altersunterschied, um den es geht. Chan habe Sam kennengelernt, als sie Fan war und 15 und er deutlich über 30, und dann kam es zu sexuellem Kontakt. Und das in diesem Fall mit 15 Jahren, als er schon 30 war. Und er soll ziemlich schnell in eine sexuelle Richtung gegangen sein, bis hin zu Freundschaft Plus. Dazu schrieb Sam Folgendes. Was bedeutet gegroomt in dem Zusammenhang? Ich weiß es die exakte Bedeutung nicht, aber ich glaube, es geht so in die Richtung, dass wenn eine erwachsene Person Minderjährigen gegenüber die dazu zu sexuellen Handlungen bringen möchte. Ich glaube, dafür wird das Wort gegroomt in erster Linie benutzt. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, so in diese Richtung geht's. Diese Freundschaft Plus ging dann die ganzen Jahre. All die Jahre, in denen wir Videos gemacht haben, von Convention zu Convention gereist und Sonstiges öffentlich gemacht hatten. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich glaube 2019 oder Anfang 2020, dachte, ich wäre lesbisch. Zu dem Zeitpunkt habe ich ihn gebeten, den Plus-Teil zu beenden. Und als er gecheckt hatte, dass das wirklich beenden bedeutet, haben wir es auch eingestellt. Nicht lange danach verließ sich unser Kontakt zueinander immer mehr und hörte schließlich auf. Als dann Schluss war, realisierte Sam erst so richtig, was dort überhaupt gelaufen ist. Also, dass es halt niemals normal sein kann, dass ein 30-Jähriger etwas mit einer 15-Jährigen zu tun hat. Weder in einem freundschaftlichen Sinne ist das normal, noch in einer sexuellen Beziehung. Ob sie aber schon sexuellen... Ja, also insbesondere in einer sexuellen Beziehung, insbesondere wenn es ein Machtverhältnis gibt durch diesen riesigen Altersunterschied. Da geht es ja nicht nur um irgendeinen Altersunterschied. Da geht es nicht darum, dass der eine 35 und der andere 25 ist. Das ist ja auch ein großer Altersunterschied. Aber wenn jemand 15 ist und krasser Fan von irgendwem, dann ist so klar, dass diese Person, von der die junge Person Fan ist,
also in so einer krassen Machtposition ist. Und ich weiß gar nicht, also es ist so klar, dass man doch einfach als irgendwie Anfang, Mitte 30 Jahre alter Dude nicht sich mit 15-Jährigen, nicht mit 15-Jährigen schlafen sollte. Das ist sozusagen Punkt 1. Und natürlich ist das nicht, es kommt irgendwer, sagt wieder, okay, aber rechtlich gesehen ist das ja irgendwie in diesem Bereich der Grauzone. Das ist nicht der Point hier gerade. Es geht hier nicht um die rechtliche Bewertung. Kontakt mit 15 hatte, kann ich jetzt nicht sagen. Daraufhin sprach sie allerdings erstmal mit ihren Freunden und auch mit einer Therapeutin, um diese ganze Situation zu verarbeiten, denn das lief ja über mehrere Jahre. Und zusätzlich hat es laut ihren eigenen Aussagen sogar ein Trauma bei ihr ausgelöst. Wenn man das Ganze aber hier so liest, dann sieht das nicht nur nach Grooming aus, sondern das Ganze hat noch einen viel komischeren Vibe im Sinne des Machtmissbrauchs, weil hier eben ein ehemaliger Fan ausgenutzt wurde. Im Anschluss wollte Sam dann auch wirklich gar keinen Kontakt mehr mit Chan haben. Sie hat ihn überall blockiert und sie musste auch erstmal mit der gesamten Situation zurechtkommen. Nachdem im Laufe der Jahre Sam aber bemerkt hatte, wie eine weitere betroffene Person über ihre Erfahrungen sprach, fühlte sie sich nun ermutigt, ebenfalls öffentlich darüber zu sprechen. Und das ist der Point, warum wir überhaupt hier auch drüber reden. Wie gerade gesagt, bei Verdachtsberichterstattung muss man eben diese Abwägung natürlich immer treffen. Redet man überhaupt über solche Vorwürfe? Wie plausibel sind die Vorwürfe, dass man sozusagen drüber reden sollte? Und das ist eben nicht die einzige Person, die so eine Geschichte dann berichtet hat. Nur erstmal ohne Name-Dropping, also sie hatte auch TikToks hochgeladen, ohne dass man den Namen gesehen hatte. Und naja, was soll ich sagen? Daraufhin platzte dann allmählich die Bombe. Denn nun mittlerweile vorletzten Samstag stand Chan plötzlich vor ihrer Haustür. Dazu schrieb sie Folgendes. Er wollte sie. Was ja auch ein absolut übergriffiges Verhalten ist, wenn du einem Menschen sowas angetan hast, dass du dann plötzlich, also sozusagen diesen Menschen in die Situation bringst, dass sozusagen es eine Zwangskonfrontation gibt. Ist jetzt nicht der weiseste Move, ne? Sich bei mir entschuldigen. Sagte mir, er sei inzwischen in Therapie wegen vielem, aber auch, weil er auf Minderjährige steht. Das ist. Es gibt ein Stream-Ausschnitt, wo Chan sagt, er sei in zwei Therapien. Zum einen, weil es ihm nicht so gut geht. Zum anderen, weil er früher anderen Schlimmes angetan hätte. Irgendwie sowas war der Wortlaut. Das heißt sozusagen, er ist in zwei verschiedenen Therapien. Das eine, da geht es um sein Wohlbefinden, und das andere, um aufzuarbeiten, dass er selber Schlimmes angetan hätte. Das ist natürlich eine abstrakte Form eines Ausdrucks so, aber viele Leute sehen das natürlich als einen Zusammenhang. Dass ihm damals nie bewusst war, was er da eigentlich anrichtet und dass er wisse, dass seine Entschuldigung einen Scheißwert ist. Ich habe ihn angeschrien und gesagt, dass er bei so vielen jungen Leuten Schäden angerichtet hat, die nie wieder komplett zu reparieren sein werden, dass er mein Leben ruiniert hat und dass, sollte es eine Art Hölle geben, er ewig brennen wird. Zusätzlich soll auch der Besuch von ihm für Sam retraumatisierend gewesen sein. Das Ganze korreliert aber auch mit einem Stream-Ausschnitt von Chan nach den ganzen Vorwürfen. Chan, du bist ja besser als viele Content-Creator, auch nicht wirklich. Ich bin auch manchmal echt scheiße. Ich war auch einfach viel scheiße. Ich war auch zu ganz vielen Freunden scheiße. Ja, auch auf so vielen Leveln, dass ich mich gar nicht entschuldigen kann für die ganze Scheiße, die ich verbockt habe. Aber was soll ich machen? Ich entferne mich jetzt einfach aus dem Internet und hoffentlich reicht es damit. Das hat er mittlerweile tatsächlich. Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, hat er sich ja aus dem Internet entfernt. Er hat aufgehört zu streamen, jetzt vor wenigen Wochen. Er hat aufgehört, auf YouTube Sachen hochzuladen. Auf seinem Meerschweinchen-Kanal kam ja dieses Abschiedsvideo, ich glaube auch vor, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch so circa 2 Wochen oder so. Und
ja, tatsächlich auch wirklich getan. Aber das wirkte schon nach einer Art Schuldeingeständnis, dass er eben sehr viele Fehler in der Vergangenheit gemacht hatte. Wie gesagt, es besteht zwar weiterhin noch die Unschuldsvermutung und er hat natürlich auch nicht explizit erwähnt, um was es denn jetzt genau geht, aber nach den ganzen Anschuldigungen und... Jemand im Chat fragt, war der Typ nicht bei Apple War früher? Ja, genau, das ist Chan, das Gesicht von Apple War. Vorwürfen, die in letzter Zeit rauskamen, dann so eine Art Aussage zu treffen, wirkt schon ziemlich einsichtig und ich denke nicht, dass man aus dem Nichts plötzlich zurücktritt. Da kann also demnach durchaus mehr dahinter stecken. Das Ironische an der Sache ist allerdings, dass Chan in früheren Situationen öfter mal damit konfrontiert wurde, dass er doch eventuell mit Fans schläft oder wie er denn überhaupt dazu steht. Wie findet es eigentlich deine Freundin, dass du dir regelmäßig Fangirls gönnst? Ja, was meinst du, wer dafür Geld verlangt? Würdet ihr eine Beziehung mit einem Fan eingehen? Nein! Sex auf der anderen Seite? Nein! Die Vergötter... Ist nicht gut gealtert. Sich halt für den, der du bist im Video und nicht für den, der du bist in Wirklichkeit. Laut den ganzen Anschuldigungen. Ja, man kann natürlich sagen, das heißt nichts, Jokes macht jeder. Stimmt zum gewissen Grad natürlich auch, Jokes macht jeder. So, man kann natürlich sagen, das ist ein Joke, das beweist nichts, das zeigt nichts. Finde ich auch, das ist nicht der Point, der irgendwas beweist oder zeigt. Das ist einfach ein schlecht gealtertes Ding in diesem Kontext jetzt. Viel wichtiger sind sozusagen noch die anderen Aussagen, zu denen wir jetzt kommen. Sind diese Aussagen wirklich sehr schlecht gealtert? Aber okay, wir kennen jetzt schon mal eine Erzählung von einer Betroffenen, die aktiv mehrere Jahre mit bei Apple war dabei war. Doch schauen wir uns einfach mal an, was es noch so zu lesen gibt. Denn sie war nicht die Einzige, die die letzten Tage genau über dieses Thema schrieb. Widmen wir uns nun der Story von Ellie, die ebenfalls mehrere Jahre bei Apple war zu sehen war. Sie ging dann sogar auf 3 weitere Personen ein, die ebenfalls damit etwas zu tun haben. Aber ich würde sagen, wir beziehen uns erstmal auf Chan, weil das ist eigentlich das komplette Hauptthema. Und dort schrieb sie am 23. Februar folgendes. Ich traf Chan auf dem Cosday 2012. Er schenkte mir Aufmerksamkeit, gab mir Sachen aus und präsentierte seine Fähigkeit, in 2 Sekunden durch ein Shirt einen BH zu öffnen. Ich war 14. Und das ist das Ding. Es ist nicht eine Person. Also hier geht es nicht darum, dass anonym auf Twitter ein anonymer Account was ganz Allgemeines mal in den Raum gestellt hat oder so. Hier geht es zum einen um eine Person, die nachgewiesenermaßen wirklich in diesen Kreisen war und in den Videos war und den Kontakt ganz viel hatte und die das jetzt ganz klar so gesagt hat. Und es geht noch um eine zweite Person, die diese Nähe hatte und das jetzt ganz klar sagt. Und dann geht es gleich noch um mehr. 2 Jahre danach berichtete sie, dass sie später mit 16 Jahren emotional instabil war, aufgrund der Trennung mit ihrem Ex-Partner. Und das nutzte Chan laut ihren Aussagen ziemlich sehr auf. Also sie schreibt, man nutzte meine emotionale Instabilität komplett aus. Dazu schrieb sie folgendes. Noch bevor wir die Tür drin waren, küsste er mich. Er fragte ständig immer wieder über Wochen, ob ich die Pille nehme, weil er kein Gummi benutzen will. Der war einvernehmlich, wenn auch höchst verwerflich, aber das wollte ich nicht. Es entstand ein Abhängigkeitsverhältnis. Er war in der Machtposition und nein, mit 16 weiß man nicht immer, was richtig und falsch ist. Meine Eltern wollten ihn anzeigen. Er machte unter anderem ungefragt Fotos von mir, während ich schlafend in Unterwäsche neben ihm lag und da bin ich leider auch nicht die Einzige. Er hatte einen WhatsApp-Gruppenchat inklusive anderer bekannterer YouTuber, wo sie Fotos austauschen. Das sind noch weitere Ebenen, die nicht okay sind. Das eine, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist ja völlig klar, dass man als, weiß nicht, Anfang, Mitte 30-jähriger Typ nicht mit 15-, 16-Jährigen schlafen sollte. Insbesondere nicht, wenn sie Fans sind. Das andere ist, ungefragt von diesen minderjährigen Frauen dann auch noch Mädchen dann auch noch Fotos oder Videos zu machen und die dann auch noch an andere Leute zu schicken. Diese Vorwürfe sind wirklich hart. Und sie ist nicht die Einzige, die von solchen ungefragten Fotos und solchen WhatsApp-Chats berichtet hat.
Unabhängig davon, dass das alles extrem schrecklich und verwerflich ist, frage ich mich, wie in Gottes Namen kann man denken, dass sowas niemals rauskommen würde? Also für wie blöd musst du bitte die Menschen da draußen halten? Vorausgesetzt, dass das alles natürlich hier stimmt, wie es gesagt wird. Naja, ich meine, wie kann man darauf kommen, dass sowas nicht rauskommt? Es ist bisher nicht rausgekommen. Also nicht in dem Sinne, dass er ein Problem damit gehabt hätte oder dass irgendwer ein Problem damit gehabt hätte. Deswegen, ja, wie kann man glauben, dass sowas nicht rauskommt? Es kommt halt manchmal nicht raus. Aber seine eigene Distanzierung aus dem Internet wirkt natürlich schon so, als wäre da etwas dran, was Ellie und auch was Sam sagt. Gut, aber es geht noch weiter. Ich bekam mit, wie er andere anmachte, selbst öffentlich auf Twitter. Wie er Fans auf Conventions begrapschte und sich auch für den ein oder anderen Quickie wegschlich. Die Jahre zogen ins Land und ich schaffte mich nicht davon zu lösen. Ich hatte sonst nichts und niemanden. Eines Tages schmiss er mich raus, weil er wen anderes zum eingeladen hat. Ironischerweise seine immer noch Freundin Sarah. Sie war damals schon extrem toxisch und hat sich über mich lustig gemacht. Skleefan fuhr mich zum Bahnhof und küsste mich. Ich war total in Schock, aber konnte... Ich glaube, korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. Ich glaube, Skleefan ist eine andere Person aus der Apple War Crew. Also ein anderer Creator aus der Apple War Crew. Ist das richtig, Chat, oder habe ich mich jetzt vertan? Ihm klar machen, dass ich das absolut nicht will. Er tat so, als wäre die Welt untergegangen. Also auch da wurde eine emotionale Instabilität ausgenutzt, um sie zu küssen. Nur diesmal brachte es laut ihren Aussagen nichts. Das Ganze ging dann noch weiter, bis sich Ellie mit 19 Jahren von Apple war distanzieren konnte. Nur zur Info, sie ist jetzt 26. Also wir reden hier von einem Zeitraum von vor 7 bis 11 Jahren. Aber gut, ich meine, diese Storys, die liefen über all die Jahre hinweg und das Ganze mit mehreren Menschen. Das waren aber die zwei Erzählungen, die momentan auf Twitter die Runde machen. Und was soll ich sagen? Dieser stets beschriebene Machtmissbrauch geht in der Form natürlich gar nicht. Ja, das muss, also kann man noch mal betonen. Also es ja. geht auch in jeder anderen Form nicht. Nicht nur, weil ein 30-Jähriger mit seinen Fans geschrieben haben soll, um mehr zu... Es gab noch Statements von anderen Leuten aus der Apple War Crew. Sich auch unzählige Mitglieder von Apple war zu der ganzen Thematik und machten Statements dazu. So schrieb beispielsweise MasterChem, dass er von all dem nichts gewusst habe und er Chans Verhalten aufs Schärfste verurteilt. Er habe allerdings auch schon lange keinen intensiven Kontakt mehr mit ihm. Ebenso verurteilten aber auch viele andere Mitglieder genau dieses Verhalten von Chan. Was ich persönlich aber ziemlich weird finde, ist ja, die teilten ja alle ungefähr den gleichen Freundeskreis. Und es ist echt komisch, dass davon niemand wusste, was da alles im Hintergrund abläuft. Und das ist ein Punkt, auf den man schon aufmerksam machen sollte, weil auch ich habe diese Statements von den anderen Mitgliedern gelesen und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben so ziemlich alle rübergebracht, ich habe gar nichts davon gewusst. So. Ich konnte ja gar nicht ahnen, dass irgendwie sowas ist. Und es wird teilweise bestimmt stimmen, weil nur weil die Mitglieder von diesem Kanal waren, heißt es nicht, dass die viel mit dem abgehangen haben oder so. Aber teilweise wird das auch bestimmt nicht stimmen, weil du sowas merkst und stellt sich raus, das war weit verbreitete Info offensichtlich damals in der Szene. So, ich war ja damals noch nicht in der YouTube-Bubble irgendwie so drin, als die ihre Hype-Zeit hatten. Ich hatte auch nie was zu tun jetzt mit irgendwem. Doch mit MasterJam hatte ich mal was zu tun. Der war offensichtlich auch in der Apple War Crew. Aber ansonsten, ich hatte nicht wirklich was zu tun mit dieser Bubble, weil es ja auch gar nicht so der Content war, der irgendwie ähnlich war zu meinem oder so. Aber was halt... Ich habe mich zum Beispiel die Tage mit einer anderen Person aus der YouTube-Szene unterhalten über dieses Thema. Und diese andere Person hatte mir gesagt, dass sie auch eine konkrete, nicht ein Gerücht, nicht so ein vages Gerücht, sondern eine sehr konkrete Geschichte damals über Chan gehört hat, genau in dieselbe Richtung. Wow. Dann habe ich gesehen bei Vic, der ja auch YouTube-Urgestein ist. Gar nicht mitbekommen. Und der hat auch gesagt... Gar nicht mitbekommen. Wow. Der hat auch darüber gesprochen, dass irgendwie das ein offenes Geheimnis war. Hören wir mal rein. Ich habe ja damals auch mit Apple so ein paar Videos gedreht, aber so richtig viel Kontakt mit Chan hatte ich nicht. Also ich habe den, glaube ich, 6 Mal gesehen. Im echten Leben oder so. Und damals gab es 2012 oder... Bei Vic habe ich manchmal das Gefühl, dass der... dass ich irgendwie auf anderthalbfache Geschwindigkeit gestellt habe.
Aber er redet einfach so schnell. 2013 das erste Gerücht, dass der mit einer 14-Jährigen geschlafen haben soll. Und da dachte man noch so, okay, wird wohl ein Gerücht sein. Ich meine, Gerüchte müssen ja nicht immer stimmen. Aber fand man schon ein bisschen sass. Dann kam das zweite Gerücht, dass der irgendwie mit einem minderjährigen Fan auf der Yukon, und die Yukon war ja damals eine Anime-Convention in so einer Schule, ich glaube in Solingen, dass der da irgendwie in der Hausmeisterkammer Sex gehabt haben soll oder so, mit einem minderjährigen Fan. Wobei ich da nicht sagen kann, also ich habe für diese ganzen Gerüchte keine Beweise. Das Problem ist nur, diese Gerüchte, die haben sich damals immer mehr gehäuft. Und ich weiß noch, dass manche Anime-Conventions Chan Hausverbot gegeben haben. Der durfte da nicht mehr hin. Und dadurch, dass sich diese Gerüchte immer mehr gehäuft haben, waren Jenks und ich so, boah, das ist, glaube ich, ein ganz komischer Typ. Und haben angefangen, uns von ihm zu distanzieren. Also wir hatten keine Beweise, ja. Wenn man ihn darauf angesprochen hätte, hätte er es verneint. Wir konnten es nicht beweisen. Und vor allen Dingen wussten wir auch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich war selber noch jung. Damals, in diesem Zeitraum, gab es auch kein YouTube-Beef. Es gab keine Outcallings. Also man wusste einfach nicht, wie man mit sowas umgehen soll. Hausverbot ist krass, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie gesagt, auch das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das stimmt, ob er wirklich Hausverbot damals bekommen hatte. Aber das habe ich auch noch an einer anderen Stelle gelesen. Vielleicht war es nur ein Gerücht. Vielleicht hat er wirklich Hausverbot bekommen. Was mir halt aufgefallen ist, als ich mich mit diesem Thema befasst habe, ist, dass dann von so vielen Seiten irgendwie kam, ach so, ja, das war damals so. Irgendwie wussten das viele. Irgendwie haben viele gewusst, dass der halt so, so ist, dass der mit sehr jungen Mädchen, Fanmädchen sozusagen was hat. Ich würde noch sehr gern in ein weiteres YouTube-Video, das ist dann noch das letzte zu dem Thema, reingucken. Decent Daydream, das ist eine YouTuberin, die auch zu diesem Thema Videos gemacht hat und ganz ausführlich Sachen zusammengesammelt hat. Und sich nämlich auch die Frage stellt, ey, wusste davon wirklich niemand was? Also alle sagen jetzt, oh, wir wussten davon nichts, die irgendwie in dieser Crew waren. Folgendes aufzeigen. Hilfe, Pedo-chan kommt. Im Jahr 2011. Das ist zum Beispiel ein Instagram-Post, den sie rausgesucht hatte, das 2011 gepostet wurde, Hilfe, Pedo-chan kommt. Also es wurde gememt, dass er der Pedo-chan ist. Wer das nicht weiß, Pedo-Bär ist so ein kleines Meme und der Name sagt schon, worum es da geht. Und wenn zum Beispiel Revi auf Twitter schreibt, es ist so verrückt, habe damals öfter das Gerücht gehört, dass da etwas hinter den Kulissen abgehen soll, wurde aber irgendwie immer nur gememt von Leuten und mir kam es immer vor wie ein sehr, sehr geschmackloser Running Gag. Gerade weil es viele wohl wegen seiner Aura und Art des Zugs des Jokes aufgesprungen sind. Schrecklich, so etwas zu hören und vollste Solidarität und Einteilnahme mit den betroffenen Opfern. Schlimm, dass es sich bewahrheitet hat. Daraufhin hat Heiner Bachmann geschrieben, ich bin wirklich sprachlos, ich habe jahrelang mit Chan Applewar gearbeitet, ich kann den von Revi angesprochenen Jokeszug nur bestätigen, ich dachte, es wäre ein Running Gag. Jetzt zu erfahren, wie sehr man sich getäuscht hat und wie vielen wehgetan wurde, es tut mir leid. Also, Ich find's schon krass, dass so viele sagen, ja, ich habe Geschichten damals gehört, ich habe Jokes darüber gehört, ich habe ganz häufig irgendwelche Stories gehört oder so, die teilweise auch sehr konkrete Stories ja waren. Also Vic hatte ja eine sehr konkrete Story. Die Person, mit der ich mich diese Woche unterhalten hat, hatte auch eine sehr konkrete Story, die auch anders ist als die Stories, also noch eine neue Story sozusagen. Und niemand im Umfeld hat irgendwas gewusst. Es gibt einen Running Gag, der darauf basiert, dass Chan anscheinend auf einer Convention, auf einer Toilette mit einem Fan verschwunden sein soll und das gehabt hat. Und es gibt jemanden, der ein Meme draus macht und ihn mit dem Kopf des Pedo-Bär zeigt und sagt, oh nein, Pedo-Chan ist wieder unterwegs. Und dann schreibt er ein Statement, dass er total schockiert ist und nichts davon gewusst hat. Und unter meinen Kommentaren hat auch Frischi geschrieben, der immer wieder mal in Apple War Pictures Videos vorgekommen ist. Mir wurde dein Video empfohlen und ich habe... Okay, jetzt geht es hier um einen Kommentar von jemandem, der auch in dieser Apple War Dunstkreis, in dieser Gruppe irgendwie drin vorkam, in den Videos offensichtlich drin vorkam, der dann auch sagt, dass er nichts davon wusste. Mir ganz angeguckt, denn ich hatte lange Zeit Kontakt zu Chan gehabt. Ich kenne Apple War Pictures seit 2012. Das ist auch gar nicht der wichtige Punkt. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, lest euch das selber durch. Aber letztlich sagt er halt, dass er davon nichts wusste, auch so wie alle anderen auch.
Aber das Spannende ist, dass unter dem Kommentar... Ich habe Chan überall entfolgt und lest euch das selbst durch. No offense, aber es ist echt schwierig, das zu lesen. Er gilt als YouTube-Legende und fühlt sich dazu verpflichtet, sich zu äußern. Richtig interessant finde ich aber, dass Ellie drunter geschrieben hat, Ellie war eine von den beiden Personen, die diese Threads gemacht hat bei Twitter. Also die Personen, die das losgetreten haben. Und sie schreibt drunter, ich habe es dir damals gesagt und du hast mich direkt blockiert. Keiner hat was gewusst. Ich habe es dir damals gesagt und du hast mich direkt blockiert. Ja, komisch, dass er darauf dann nicht mehr geantwortet hat. Ne? Das Ganze ist jetzt eine Woche her. Also, nichts davon gewusst. Und ich erinnere an der Stelle noch einmal, Tänzer hat gesagt, er hat es nicht ernst genommen, als damals jemand auf ihn zugekommen ist. Also, das Bewusstsein war da, das Wissen war da. Die Leute haben grundsätzlich gewusst, dass irgendetwas schief rennt. Stimmt, Tänz ist, glaube ich, noch ein anderer. Das ist so, sind so viele Namen. Und wenn man da nicht drin ist, Digga, sind es einfach ultra viele Namen so. Aber ist, glaube ich, noch einer, der in seinem Statement halt gesagt hat, dass, genau, was sie gerade sagte, jemand auf ihn zukam, aber er hat es nicht ernst genommen oder so. Und das ist ja an dieser Sache auch ein gutes Beispiel, um Sensibilität zu lernen, wie man mit sowas umgeht, wenn man von sowas hört. Also wenn eine Person ankommt und sagt, hey, ich habe einen sehr konkreten Vorwurf gegen jemanden, den du kennst, dass man dann eben nicht blockiert. So. Das gab es in dem Fall von Danny. Ich weiß nicht, wer sich an den erinnert. Es war ein Streamer, der damals in der Papa-Platte-Crew, glaube ich, auch so ein bisschen drin war, dann auch die Distanz natürlich total da war, als dann rausgekommen ist, dass es Vorwürfe für bezüglich Vergewaltigung gab. Und er wurde auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, schuldig gesprochen da. Also es ging vor Gericht und es ist durchgegangen. Und damals gab es eben auch den Case, dass dass das Opfer damals andere Streamer angeschrieben hat und das geschrieben hat und diese Streamer erstmal gesagt haben, ach, ich glaub dir gar nichts. Und es abgeblockt haben. Das weiß ich unter anderem deshalb, weil das Opfer mich auch angeschrieben hatte und ja, ich mich anders verhalten habe. So, und jetzt zu dem Thema Ex-Freundinnen von Chan, bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen. Ja, ich habe noch ein bisschen was für euch. Der Ordner ist schon wieder so voll, ich habe hier 43 Dateien drin. Ich würde gern noch auf eine Sache eingehen. Ja, warte, ich habe mir hier einen Timecode aufgeschrieben, weil das Video ist sehr lang. Ich wollte halt die wichtigsten Punkte irgendwie reinbringen. Ist nur, wirkt jetzt ein bisschen wie so eine Side-Story, aber ist halt total wichtig, den gesamten, weil es auch eine Story ist, so. Nämlich eine weitere Frau hat sich gemeldet und auch eine Geschichte erzählt über Chan, wo es jetzt nicht so weitgehend war, aber trotzdem nicht gut. Folgendes TikTok-Video von jemandem gesehen. Niemand will von der ganzen Sache was gewusst haben? Die Leute auf Anime-Conventions, was ist denn mit euch? Ich habe selber auf einer Anime-Convention Kommentare von Chan zu meiner Oberweite bekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt 17 und mir war das komplett unangenehm. Ich habe auch ein Foto mit ihm bekommen. Die Pose habe ich während des Fotos nicht bemerkt. Ich habe das erst in einer Galerie gesehen. So ein Foto ist nicht okay, wenn man nichts davon weiß. Ist eine weitere Geschichte, wo eine Frau auch... Also das sind alles keine anonymen Texte im Internet. So, das sind Leute, die das nicht anonym ganz klar teilen so, ne, und das erzählen. Und insgesamt malt das mindestens ein Bild von Grenzüberschreitung, von häufiger Grenzüberschreitung. Das, denke ich, kann man bestimmt sagen. Und dann gab es noch ein etwas anderes, das letzte jetzt in diesem Video.
Sachen liefen. Auf Reddit wird auch sehr intensiv über das ganze Appleware-Thema gesprochen. Und da habe ich einen mega langen Post gefunden, der sehr unangenehm zu lesen ist. Und das ist jetzt ein anonymer Post, ne? Wie gerade die Unterscheidung, ne? Das gerade war nicht anonym, haben die Frauen gezeigt, wer sie sind so, und haben ja auch belegt, dass es diese Situation sozusagen gab. Zum Beispiel auf der Convention oder so, dass diese Nähe da war. Das ist jetzt ein anonymer Bericht. Trotzdem finde ich den heavy as fuck. Nicht wegen den Rechtschreibfehlern, so wie bei Frischi, sondern wegen dem, was da erzählt wird. Also das ist echt harter Tobak. Und sie nennt keine Namen. Sie sagt aber, dass es nicht Chan war. Sie war. Alter, was ist das für ein belastender Stream? Ja, sorry. Ich habe auch vorher drüber nachgedacht, ist das zu belastend für einen Stream? Aber wir können nicht darüber nicht reden. Das ist in unserer Szene, in der YouTube-Szene so. Und wir können nicht sozusagen, wenn das woanders passiert, drüber reden, aber wenn das innerhalb der YouTube-Szene passiert, nicht drüber reden. So, das geht halt nicht so. Sie war 5 Monate lang mit jemandem aus der Gruppe zusammen und sie war vorher mit einem sehr gewalttätigen Menschen in einer Beziehung, der sich nach ihrem Schlussmachen und dem letztendlichen Auszug von ihr selbst das Leben genommen hat. Sie war zu dem Zeitpunkt also extrem traumatisiert und beeinflussbar. Derjenige, mit dem sie zusammen war, der warnte sie vor Chan, der meinte, pass auf, Chan, alles was er kann, lass dich von dem nicht anfassen. Trotzdem wird weiter unten dann geschrieben, dass eben öfters Dreier mit Fans passieren, dass das ja ein besonderes gemeinsames Erlebnis sei, mit dem man gut bonden kann. Holy shit, diese Manipulierung, ne? Sie hat sich dann dazu überreden lassen, das zu machen und hat dann im Endeffekt gesagt bekommen, dass es sich dabei um einen Fan handelt, der 15 Jahre alt ist. Ja. Da geht es um eine andere Person aus diesen Kreisen. Also da geht es jetzt nicht um Chan, sondern um eine anonyme Person, die anonym geschrieben hat, sie wäre zusammen gewesen mit einer anderen Person. Und diese andere Person aus diesen Kreisen hätte ihr erzählt, dass sie auch manchmal Dreier mit Chan hat und mit irgendwelchen Fangirls oder so. Und sie hat sich dann auch auf einen Dreier eingelassen und danach erfahren, dass dies andere Mädchen 15 war von dem Dreier. Das steht in diesem anonymen Text. Und es ist auch noch erwähnt worden, dass es wohl Aufnahmen beim Geschlechtsverkehr gab und es wurde gesagt, dass sie zu sehen sind, aber nicht immer wissen, dass sie gefilmt werden, die Leute. Tatsächlich hat selbst die Person, mit der sie zusammen war, heimlich beim Geschlechtsverkehr das Handy rausgeholt und zum Beispiel beim Doggy mitgefilmt. Er hatte das dann irgendwann gezeigt, sie war total geschockt, weil sie das nicht wusste, sagte auch, er solle das löschen. Als ich dann dachte, hey, wir sind eh zusammen, du könntest das behalten, meinte er, gut, dass du das sagst, ich habe es nicht gelöscht, es war noch im Papierkorb, ich habe es noch gesichert. Das sind viele, viele Sachen. Ich habe noch ein Post auf Twitter gesehen. Da hat eine Person einen Zettel gezeigt. Ich habe noch was gefunden. Wem wird beim Lesen schlecht? Es ist ein Zettel, wo angeblich Chan drunter unterschrieben hat. Das ist offenbar seine Unterschrift. Und da drauf wird geschrieben, hallo du sackige Sackfalle, hiermit bekommst du einen Einmal-Knuddeln-Gutschein. Bekleidungszustand entscheidest du, XD. Grüße und so Zeug. Hau rein und lass dich nicht unterkriegen. Und hier auch steht noch mal, hiermit erhalten Sie einen Gutschein für einmal ordentlich die Stellung, die Bremer Stadtmusikanten ausüben. Punkt, Punkt, Punkt. Oder einmal knuddeln. Ich will jetzt auch nicht jeden Tweet zeigen, den ich bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema gesehen habe. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass hier, deswegen habe ich am Anfang gesagt, so hey, es ist hier zwar Verdachtsberichterstattung, aber würde nur eine unkonkrete Sache irgendwie im Raum stehen oder so, dann wäre es auch nicht, also da muss man abwägen, so redet man darüber oder nicht, aber ich finde, an diesem Punkt ist von so vielen Seiten aus Geschichten, die sozusagen in eine ähnliche Richtung gehen, die ein ähnliches Bild malen, die darum gehen, dass jemand definitiv grenzüberschreitend sich verhält, vor allen Dingen Minderjährigen
Frauen gegenüber. Das haben jetzt so viele Sachen auch teilweise belegt gezeigt, also so wie das, das Foto, das wir gerade gesehen haben, dass man natürlich jetzt nicht weiß, ob die Aussagen der verschiedenen Frauen stimmen oder nicht. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden, weil wir sind hier nicht vor Gericht und wir können dazu uns auch eine Meinung bilden. Ich finde, der wichtige Aspekt hieran ist vor allen Dingen, das Learning mitzunehmen. Also erstmal die Solidarität natürlich den vermeintlichen Opfern gegenüber zu zeigen und vor allen Dingen aber auch das, die Sensibilität vielleicht so ein bisschen zu steigern, dass wenn man mitkriegt, hey, hier gibt es Gerüchte über sowas, hier gibt es Geschichten über sowas, ich habe da mal gehört, da würde es sowas geben, dass man das eben nicht komplett abhakt im Kopf und einfach sagt, ja, wie vorhin jemand schon mal geschrieben hatte, Bystander-Effekt mäßig, ja, wenn es diese Geschichte gibt, dann wird sich ja schon wer anders drum kümmern oder so, sondern nee, ich kenne nicht solche Fälle aus der Szene. Also wir hatten eben den, den Danny-Fall kurz angesprochen oder so. Da hatte ich ja Kontakt mit dem Opfer. Aber sowas, dass sich jemand so Fans gegenüber verhält, nein, wüsste ich keinen anderen Fall. Und zu dem Zeitpunkt, wo das war, war ich ja auch noch gar nicht in der YouTube-Szene so drin. Ich find's sehr, sehr krass. Du kriegst es nie weg, dass du irgendein Machtgefälle in irgendeiner Form hast bei einer Person des öffentlichen Lebens. Das kannst du nicht rausstreichen. Das hast du bei allen Personen des öffentlichen Lebens. Das hast du auch bei Leuten, die andere Features in Anführungszeichen haben, die irgendwie sehr begehrenswert sind. Zum Beispiel, wenn eine Person extrem gut aussieht, dann kannst du dadurch ein leichtes Machtgefälle haben, dass irgendwelche Leute eher beeinflusst werden, was zu tun oder nicht. Wenn eine Person sehr reich ist, kannst du ein leichtes Machtgefälle haben. Wenn eine Person sehr bekannt ist, kannst du ein leichtes Machtgefälle haben. Das ist alles nicht die Frage, darum geht es ja hier nicht. Hier geht es jetzt darum, dass es da um 15-Jährige geht, so, ne? Und dass wir uns definitiv auch darauf einigen können, dass man als über 30-Jähriger nicht mit 15-Jährigen schlafen sollte.